Das Schöne an Wissen ist, dass es immer neu und anders relevant wird. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, als deren Präsident ich ab 1. Oktober arbeiten werde, erforscht seit langem mittelalterliche Glasfenster. Das war immer schon von höchster Relevanz für Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker. Jetzt aber, wo wir stärker auf den Klimawandel achten und viel Kapazität für dessen Erforschung verwenden, wird plötzlich wichtig, wie man Glasfenster im Klimawandel erhalten und schützen kann und beschädigte Glasfenster restaurieren kann. Und da wird das Wissen, was ein altes Unternehmen erworben hat, plötzlich ganz neu relevant. Das Beeindruckende an der deutschen Forschungsgemeinschaft ist, dass sie in den vielen Jahrzehnten nicht nur auf aktuelle Relevanzen gesetzt hat, sondern darauf vertraut hat, dass wirklich gute Forschung immer neu und für andere Menschen relevant werden kann. Es eine Art Vorratsbeschluss gibt in der Förderempfehlung für zukünftig Relevantes. Und insofern freue ich mich auf die vielen Relevanzen, die DFG-Projekte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten freisetzen werden und natürlich auch auf die Relevanzen, die unsere Forschung an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Zukunft freisetzen wird. Herzlichen Glückwunsch!